So spricht Gott: Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Ein wirklich schöner Satz, der heute als Überschrift über unserem Tag steht. Gott spricht: Ich habe dich bereitet. Ein altertümliches Wort. Ich habe dich kunstvoll gemacht, kunstvoll geschaffen. Fantasievoll und sorgfältig bist du gemacht. Eine Aussage, die Gott über die Menschenkinder macht, über uns. Israel, das bezeichnet sein Volk. Israel bezeichnet die, die er sich auserwählt hat, mit denen er einen Bund hat. Also im weitesten Sinne können wir uns dort mit einbeziehen, wir, die wir getauft sind, im Bund mit Gott. Ich habe dich kunstvoll geschaffen, dass du mein Knecht seist. Bei Knecht denken wir an Sklaven, die niedere Hilfsarbeiten machen, die den Schweinestall ausmisten und Fronarbeit leisten. Aber Knecht, Diener, das ist viel vielschichtiger. Im Lateinischen wird es uns bewusst. Im Lateinischen heißt der Knecht Minister. Und wenn uns der Minister besucht, dann rollen alle die Teppiche aus und bereiten sich vor und stehen stramm. Denn der Minister als der Diener des Staates ist eine ehrfurchtgebietende Person. Ich habe dich kunstvoll geschaffen, damit du mein Minister, mein Beauftragter, mein Bediensteter bist. Gott hat Pläne für uns, für jede und jeden Einzelnen. Er hat dich und mich und uns alle geschaffen, weil er uns braucht. Wir haben eine Aufgabe in unserem Leben, einen Sinn, den er uns gibt. Selbst dann, wenn wir uns manchmal klein und schwach fühlen, selbst dann, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt und unsere Aufgabe ist es, zu suchen, was Gottes Pläne für uns und mit uns sind. Er hat uns gemacht, weil er Pläne für uns und mit uns hat. Israel, ich vergesse dich nicht. Im Hebräischen steht da: Israel, du bist kein Vergessener von mir. Es macht einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Wenn ich sage, du hast mich vergessen, dann ist das ein Vorwurf, der etwas über den anderen aussagt. Wenn ich aber sage, ich bin ein Vergessener, dann sage ich damit etwas über mich aus, etwas Trauriges. Wenn Gott sagt, du bist kein Vergessener, denn ich denke an dich, dann ändert das unsere Situation in dieser Welt. Gott vergisst uns nicht. Wir sind Menschen, an die Gott denkt, an die er sich erinnert. Und damit ändert sich alles in uns drin und um uns herum. Gott hat uns geschaffen, weil er Pläne für uns hat. Und wir sind in dieser Welt nicht verloren und nicht vergessen, weil Gott an uns denkt. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, in Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du ihn gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da
wohnt dein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. So spricht Gott: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.